Tretet vor, Alter, ihr. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, dem zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine. Non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer. Statthalter. Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Alter ihr, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Alter ihr, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist? So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Wie gesagt, der Opa ist noch komisch. DNA-Synchronisation hinzugewonnen. Synchronisiere Rang 6 Erinnerung. Neue Waffen erhalten, extra Wurfmesser, sie können im Hof trainieren. Extra Wurfmesser, wie geil ist das denn? Am liebsten würde ich den Opa so ein Wurfmesser gleich reinjagen. Weil ich die Vermutung habe, dass der gute Mann mehr Dreck am Stecken hat als die ganzen Templer zusammen. Wer vernichten will, der hat immer was zu verbergen. So, ich werde mich mal hier im Innenhof ein bisschen umgucken, bevor wir uns zur nächsten Mission machen. Guten Tag, meine Herren. Ich bin auf der Suche nach Flaggen. Ja. Na, wusste ich doch, dass sich hier eine versteckt. Da waren es nur noch 7. Ich bin mir jetzt sicher, ich werde auf einen dieser anderen Türme noch was finden. Na, die sagen ja gar nichts. Warum seid ihr denn so schweigsam?
So. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch noch was ist. Aber wir suchen erstmal hier alles ab. Vielleicht sind auch die letzten alle sieben noch hier. Also könnte ja sein. Eventuell. Was mag der verdammte Narr hat doch den Verstand verloren. Ihr habt den Verstand verloren. Ja, den Stand. Den Stand der Dinge habt ihr verloren. Ach so. Ist der verrückt? Vision? Diese wilden Hiebe öffnen dem Gegner Tür und Tor und bringen euch einen frühen Tod. Haltet eure Klinge nicht einfach. Werdet eins mit ihr. Ja gut, wir machen dann mal weiter. So, wo geht's jetzt hin? Konzentriert euch auf euer Ziel. Oh, nur noch eine Stadt ist übrig und das ist Jerusalem. Auf ins Büro. Das Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell mehrere Gegner abzuwehren. Ein Kurzschwert. Um mehrere Gegner. Da würde sich doch ein langes Schwert viel besser machen, weil die Fläche viel größer ist, oder etwa nicht? Ich kann mich auch täuschen, ich meine, hey. So. Willkommen zurück in Jerusalem. Und wir gehen mal gleich ins Büro. Friede sei mit dir, Malik. Wenn er doch nur auch mit dieser Stadt wäre. Womit belästigt ihr mich heute? Al-Mu'allam hat Majdadin dem Tode geweiht. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Salah al-Dins Abwesenheit hat die Stadt ohne rechten Führer hinterlassen. Und Majid ad-Din hat sich selbst auserkoren, diese Lücke zu füllen. Durch Angst und Einschüchterung bekommt er, was er will. Er hat kein wirkliches Anrecht auf diese Position. Das wird heute enden. Ihr urteilt vorschnell. Es ist kein gewöhnlicher Sklaventreiber, über den wir reden. Er beherrscht Jerusalem und wird schwer bewacht. Ich schlage vor, ihr plant euren Angriff sorgfältig. Lernt eure Beute erst kennen. Mit eurer Hilfe werde ich das. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Was ist geschehen? Ihr bittet mich um meine Hilfe, anstatt sie einzufordern? Ich bin beeindruckt. So sprecht denn. Wie ihr wünscht. So würde ich es machen. Zuerst sucht im Südwesten, nahe der Moschee. Danach wendet euch weiter gen Süden. Dort sind zwei Orte, die euch interessieren sollten. Die südliche Kirche ist der eine. Ein weiterer liegt in den Straßen bei einer Synagoge. Danke für euren Rat. Verderbt es nicht, Altair. Na gut, dann mal los. So, was sagt denn die Karte? Ich denke mal, wir müssen wieder... Wollte schon gerade sagen, wo sind denn die Aussichtsplattformen? Plattformen. Ganz konform. La. Bereue deine Sünden! Ja. Ja. Das solltest du auch tun. Also ist kein Mörder in der Nähe. Kann sein. Ich weiß es nicht. Scheiße. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Ach ja. Die guten alten. Ich werde dir die Hände abschlagen. Nicht, dass ich euch. Das soll ein Aussichtsplattform. Mickrig. Na gut. Geht schnell! Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein! Du störst mich! So, mit dem... Der liegt da gut, finde ich. So, und das passt mir auch ausgezeichnet. Gut, dann wollen wir mal die ersten Türme schon mal in diesem Part machen.
Ich denke mal, wir machen erstmal den Außenring mit den 4 Türmen und im nächsten Part werden wir dann die restlichen machen. Dann teilen wir uns das ein bisschen auf. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen! Das sagtest du heute schon bereits. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. Ach man, Leute, ich mache hier ein bisschen Sport. Versuche mich ein bisschen fit zu halten. Und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Dala Aldin reitet ihm entgegen, um diese barbarischen Taten zu rächen. Betet, dass Gott, gepriesen sei sein Name, was tut er da? Mit uns sein werde, auf dass er uns den Sieg schenkt. Yeah! Ich habe voll die epische Stimme. Seltsam. Warum tut er das? Er beobachtet, er lauert, er versucht uns ständig. Seid stark! So stark wie Salah Aldin! Meiner. Nein, geht nicht! Du ein Genüse für meine Kinder, bitte! Nee, mir ist gerade die Flagge wichtiger. Ich verstehe nicht, was er damit erreicht. Den englischen König und sein Heer von Ungläubigen. Für mich? Kann ich da irgendwie seitlich hoch? Und dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise des Leibs. Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn? Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jeder erdenkliche Art bekämpfen. Was denkst du dir bloß nur? So, voll deutsch und so. Was tut er denn? Hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Habt keine Zweifel, wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. So. Wir müssen zurückschlagen. Zack, und Flagge gesichtet. Die gehört mir gleich. Für Flaggen würde ich sogar Wachen umbringen. Kann ich den von hier um? Warte mal, was mache ich denn? So stark wie Salah Aldin und wachtet euch gegen eure Feinde. Ein jeder so wie er kann. Schade, geht nicht. Okay. Gepriesen sei Salah Aldin! Er hat die Kraft gefunden, um unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Hallo Täubchen. Zweifel. Wir kämpfen für unsere Existenz. So. Achso, das ist ja. Das sind echt die einzigen Türme? Ich hab. Wir müssen widerstehen! Wir müssen zurückschlagen! Ist die Karte von Jerusalem. Oh. Jerusalem viel kleiner, oder? Da oben ist ja noch eine. Was ist denn hier los? Nein. Was von Hadir? Was tue ich im nächsten Bad? Wer hat das getan? Tja, das ist die Frage aller Fragen. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Lasst mich gehen. Ich habe nichts verbrochen. So viele Sprachen auf einmal. Oh Gott, ich komme hier voll durcheinander. Könnt ihr bitte alle nacheinander sprechen? Das wäre viel einfacher für mich. Danke. So, dann. Hey, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Ich vergesse mich gleich auch und dann tu ich dir sowas von weh. So. Hey, das ist mein Platz, hey, geh weg. Bauer, bevor ich mich vergesse. Ich vergesse mich auch gleich, wenn der Adler nicht verschwindet. Das ist mein Platz. Der Bauer. Darf ich den? Schert euch davon. Idiot. Na gut, dann, ich denke mal, dann wäre ich mit den ganzen Plattformen dann wirklich noch in diesem Part fertig.
habe ich das Gefühl. Könnte auch sein, dass ich übermäßig überziehe, aber und schon wieder. Oh Gott, was ist denn in diesem Part los? Flaggenrushhour. Oder ich hatte einfach zu wenig. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Jetzt endet dein Leben. Ihr werdet mir nicht entkommen. Sagt der, der fliegt wie so eine Schwalbe. Also ist ein Mörder in der Nähe. Geh, du Bauer. Was hast du gesagt? Bitte was? Ich weiß nicht, was... Oh. Ah, was willst du denn, Monkey Jay? Du wirst nie entkommen! So kann ich nicht klettern. So will ich nie entkommen. Dafür werde ich voll sterben für... Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Bitte. Nein, geht nicht. Nur ein paar Nüsse für meine Kinder. Das ist herrlich. Hier drin ist ein Gebet. Da bittet mich eine Frau. Keine Ahnung. Das ist voll die Remix. Wer hat das getan? Ach, ich guck mich erstmal um. So. Aber das sind voll die niedrigen Gebäude. Er hat sich voll erschreckt. Lalala. So, bevor ich hier mich in den Kampf stürze, markiere ich den letzten Punkt. Und verschwinde. Bevor es hier mir noch zu bunt wird. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Salah al-Din reitet ihm entgegen. Wird ihm nicht langsam langweilig? Der predigt ja den ganzen Tag nur das Gleiche. Hinfort. Warte, ich komme mal zu. Was mag ihn zu solchen Verhalten treiben? Ich trainiere für eine Weltmeisterschaft. Hallo. SpongeBob. Als ob er... Wie lächerlich bist du denn, bitteschön? Das war du. Du regst mich auf. Jämlicher Penner mit Pfeil und Bogen. Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. So wie du. Seht nur, was macht er da? Ich hab sowas noch nie gesehen. Flagge. Wie komme ich da rüber? Da. So ein komischer Kauz. So wie du. Ich muss auf Flagger. Alter. Seltsam, ja. So etwas habe ich nie zuvor gesehen. Ja, ich bin ja auch der neue... Ist der verrückt? Nein. Sehe ich so aus? So, scheiße. Was stimmt denn nicht mit dir? Ja, was stimmt denn nicht mit dir? So ein Narr. Warum beleidigen mich denn hier alle? Wie seltsam. Mann. Seht nur, was macht er? Warum bin ich wieder in Jerusalem, werde ich von einem... Was so ein Hakir? Sagt euer Denken! Soll das auch jetzt eine Beleidigung sein, oder ich verstehe nicht so recht? Die beleidigen mich hier alle. Ich fühle mich gemobbt. Ich werde den Anti-Mobbing-Verein jetzt auf euch hetzen, ja?
Nein, das mache ich nicht. Warum tut er das wohl? Ich hol mir deinen Kopf! Ja, und ich hol mir deinen... Piep. Erst große Klappe haben und dann um Hilfe schreien. Solche Leute liebe ich. Wie sagen wir es so schön? Ein richtiger Victim. Ich glaube, hier geht's. Nein, hier geht es nicht. Kann mir jemand mal verraten, wie man hier hochkommt? Ah, hier sind die Platten. Es gibt immer eine Stelle, in der man hochklettern kann. Ist da noch so ein Dulli? Ja. Hallo. Das. Hier wird. Ich werde hier oben niemand hören. Alter Junge. Nimm mal was dagegen. Boah, die Luft hier oben stinkt. Du verpestest die Luft, warte mal. Ich gebe dir noch eine rote Plakette. Warte. Ja, eine rote Plakette. Das ist, weil du zu viel Feinstaub von dir gibst. Ach, Quatsch. Na gut. Wir werden uns dann im nächsten Part um die übrigen Missionen und um die übrigen Aussichtsplattformen kümmern. Oh, da scheint doch noch eine zu sein. Na gut. Aber die machen wir, wie gesagt, im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich mache jetzt eine schöne Flugeinlage. Bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed. Bis dann.